Schönen guten Abend. Hier ist wieder der Rainer aus dem Teser. Aber ich mache heute nur eine ganz kurze Begrüßung. Ich hoffe erstmal, dass noch ein paar Leute dazukommen. Vom Förderverein, vielleicht noch ein paar Freundinnen und Freundinnen von der Claudia. Der Ludwig ist heute auch dabei. Ludwig Guevara oder wie er immer heißt. Und ja, es ist 18 Uhr. Tesa Showtime. Und ich freue mich, dass sie da ist heute. Mit einer wunderbaren Stimme, mit einer schönen Gitarre, die auch wunderbar gestimmt ist. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Fanny Fiedler, mit Folk und Country. Viel Spaß. Ach je. Das Dunkel, man sieht ja gar nichts, Rainer. Nee, auch mal nicht. Stimmt, ihr seid ja gar nicht da, so ein Mist. Aber irgendwann kommen auch wieder andere Zeiten auf uns zu, hoffentlich. Und solange das nicht der Fall ist, ja, bin ich heute froh und freue mich, ein Teil dieses Unterhaltungszweigs zu sein, den wir aus der Not heraus geboren haben, beziehungsweise der Rainer. Also danke an den Rainer, dass ich heute Abend da sein darf. Und ich weiß, ich sehe aus, als wäre ich im Urlaub gewesen. Das stimmt nicht so ganz. Der ist quasi ein bisschen unfreiwillig, weil mein Arbeitsgerät nicht mehr allzu häufig am Himmel zu sehen ist, das ich normalerweise bediene. Und ja, zur Erinnerung daran, auch an mich, dass es immer noch Flugzeuge gibt und ich freue mich darauf, in näherer oder fernerer Zukunft mal wieder eins zu besteigen und darin zu arbeiten, habe ich als ersten Song heute für euch Über den Wolken von Reinhard May. Wind Nordostschirp an 03, bis hier erhöhe ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Still ich gehe, Regen durchdringt meine
Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nicht dich und klein. Den Wolken. Ja, bald mal wieder, vielleicht, wer weiß. Ja, als nächsten Song, der Rainer hat ja angedroht, dass ich Folk und Country mache. Also was heißt angedroht? Er hat es angekündigt, ja, ich möchte ihn jetzt hier nicht irgendwie diffamieren oder was Falsches erzählen. Deutsch ist, wie gesagt, auch ein bisschen mit dabei. Und ja, der nächste Song, der ist auch für uns alle in dieser schwierigen Zeit zum Durchhalten. I won't back down. Hier und bleibe und lass mir nichts vermiesen, beziehungsweise ich halte durch und mache einfach weiter und gehe mit dem um, was noch kommt. Nur Gutes bestimmt. Als nächsten Song habe ich wieder etwas Deutsches. Mir hat mal ein alter Mann gesagt, ich soll doch mehr Deutsch lernen, damit ich auch mehr Leute erreiche, ja. In diesem schönen Theater, das heute ganz dunkel ist und in dem ich leider kein einziges Gesicht sehe. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, nachher eure Kommentare zu lesen. Jetzt im Moment ist es natürlich ein bisschen schlecht, weil ich muss ja gucken, was ich mache. Ja. Ich bin zwar Multitasking, aber drei Sachen auf einmal ist auch für mich zu viel. Ich habe einen Udo Lindenberg-Song mitgebracht. Der heißt Goodbye Sailor. Das ist allerdings auch das einzige englische Wording, das in diesem Song vorkommt. Und es geht darin um Freundschaft und dass sie auch dann überdauert, wenn man sich länger nicht sieht. Musik.
muss vor die anderen warten, schon an Bord. Eine wirklich schöne Zeit mit dir bleibt ganz tief in mir. Und stehen wir hier schwer bemüht, dass der andere keine Tränen sieht. Doch weißt du, was das Größte ist, dass du echt mein bester Freund geworden bist. Wenn der Wind mich jetzt auf stehen wir hier schwer bemüht, dass der andere keine Tränen sieht. Doch weißt du, was das Größte ist, dass du echt mein bester Freund geworden bist. Wenn der Wind mich das große Meer hinaus, musst du wissen, dass es mit uns weitergeht. So was kriegst du nie wieder aus dem Herzen heraus, wenn die Zeit auch hart wird und sehr schwer. Verlieren wir nicht den Mut, denn sonst selber war der Udo, der hat auch durchaus sehr, sehr sanfte Töne parat. Ich bin ja schon seit sehr, sehr langer Zeit Udo Lindenberg-Fan und ich hatte letzten Sommer das große Vergnügen, ein paar Songs mit unserem ortsansässigen Udo Lindenberg-Dubel zu machen. Das hat großen Spaß gemacht. Also da bin ich immer für zu haben. Für den einen Udo und für den anderen auch. Nachher kommt, je nachdem, was die Zeit so sagt, oh, die rennt ja ohne Ende, vielleicht auch noch der Udo Jürgens, ja, das kann auch noch sein. Das muss ich eigentlich machen, weil das habe ich versprochen. Also beeile ich mich jetzt lieber mal ein bisschen. Ich mache jetzt, noch was Deutsches. Und zwar von einer österreichischen Gruppe, die heißt STS. In der Hoffnung daran, dass wir irgendwann mal wieder alle einen schönen Urlaub haben, nicht zu Hause, sondern
ganz, ganz weit weg. Ein Ort, von dem wir alle träumen. Jeder hat so seinen eigenen Ort, ja, den er da so in Gedanken hat. Und ja, bei STS ist es eine griechische Insel, beziehungsweise Griechenland. Letztes Sommer war sehr schön, irgendeiner Bucht gelegen, Sonn wie Feuer auf der Haut. Wie riecht das Wasser und nix ist laut. Irgendwo in Griechenland, jede Menge weißer Sand auf meinem Rücken oder Hand. Nach 2, 3 Wochen hab ich's spürt. Hab das Lebensgefühl inhaliert. Die Gedanken drehen sich um. Was aus wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt beim Olivenbaum und du spulst ihn mit deinem Stamm. Es ist so anders als daheim. Und irgendwann bleib ich dann dort. Lass alles liegen und stehen, geh von der Arm für immer fort. Darauf gebe dir mein Wort, wie viel Jahr auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. In unserer Hektomatik-Welt dreht sich alles nur um Macht und Geld. Finanz und Banken steigen mal drauf. Die Rechnung, die geht sowieso nicht auf. Und irgendwann fragst du, wieso quäl ich mich da so schrecklich ab und mir längst schon Gott weiß wo. Aber noch ist es nicht so weit. Nur was zu tun, befiehlt die Eitelkeit. Doch bevor der Herzinfarkt mir mit 40 in die Windung bracht, lege ich schon irgendwo am Strand, aber ein Rotwein in der Hand und steck die Füße in weißen Sand. Und irgendwann bleib ich dann dort, lass alles liegen und stehen, geh von der Arm für immer vor. Saß liegen und stehen, wie von Arm für immer vor. Darauf gebe ich dir mal Wort, wie viel Jahr auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann dort. Habe ich fast erschreckt. Danke, Rainer. Und ja, auch allen, die zusehen, danke. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also schaue ich noch mal, was ich so vorbereitet habe. Da muss ich wieder auf mein anderes Medium umgreifen. Ich bin hier so ein bisschen doppelt unterwegs mit meinen Bibliotheken, gesangstechnisch. Und da würde ich sagen, da der Rainer Folk und Country angedroht hat, mache ich jetzt ein bisschen Country. Und zwar etwas von Johnny Cash. Linda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him.
love me strong, that's what I call me and Sue. But then I too. Verdammt! Don't know that I will. Ja, das war Solitary Man von Johnny Cash. Machst du noch ein Uwe? Kurz vor Schluss. Wir haben jetzt 5:30. So weitermachen. Der Chef sagt, ich soll weitermachen. Okay, alles klar. Ich überlege gerade, ob Deutsch oder Englisch. Ich habe ja jetzt schon relativ viel auf Deutsch gemacht. Vielleicht mache ich noch was Englisches. Ich würde was machen, was die meisten von U2 kennen. Der Song heißt One. Den hat Johnny Cash sich auch vorgeknöpft. Und da ist, wie ich finde, etwas sehr Schönes draus geworden. Eine Country-Version. Entschuldigung, bin nicht erkältet, aber ich habe irgendwie so ein bisschen mit Allergien zu tun. Irgendwie seit kurzem. Immer mal was Neues. Raise the dead. Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than I love? You gave me nothing else.
Ja, wir sind kurz vor halb schon und Bravo! Dankeschön. Und ich möchte es nicht versäumen. Wir haben heute ein Geburtstagskind und wenn ich schon mal hier sitze mit der Gitarre in der Hand, habe ich mir gedacht, singe ich einen kurzen Geburtstagsgruß an den Uwe. Ich hoffe, er guckt zu. Ansonsten muss er sich das nachher anhören. Viel Gesundheit, das braucht man ja in der heutigen Zeit am allermeisten. Und sonst auch. Alles andere kann man sich kaufen mit Geld. Was man nicht kaufen kann, das braucht man auch nicht. Ja, ich habe jetzt noch einen Song zum Abschluss, den ich machen muss. Da bin ich drum gebeten worden. Den habe ich noch nicht so sehr lange im Repertoire. Ihr möget verzeihen, wenn mir da der ein oder andere kleiner Fehler unterläuft, aber ich gebe alles. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe von den beiden Udos was dabei. Jetzt käme der andere Udo, der Udo Jürgens. Und wenn ich diesen Song singe, dann lüge ich wie gedruckt, weil ich hatte das große Glück, schon an diesen Orten zu sein. Allerdings bin ich kein Draufgänger und meine Jeans waren immer heil. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, um welchen Song es geht. Und zwar heißt der Ich war noch niemals in New York. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich fange einfach mal an. Nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit. Ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Zog die Tür zu, ging schon hinaus ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Brunnerwasser und Spießigkeit. Auf der Treppe dachte ich, wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, ich müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Passt die eure Shakes und etwas Geld, vielleicht gegen heute Abend noch ein Flug. Könnt ein Taxi nehmen, dort am Meer, oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wahr. Einmal voll von Träumen sein, sich
Aufbruch nah. Seinen Aufbruch nah. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim. Durchs Treppenhaus mit Bonavans und Spießigkeit. Die Frau rief: Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geh gleich los. Sie fragte: War was? Nein, was soll schon sein? Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco. Eins soll ich noch. Okay, dann gucke ich mal, was ich hier noch habe. Eigentlich ja, habe ich mir zum Abschluss schon ein Lied ausgesucht. Das beschreibt so ziemlich genau die Situation, die wir heute Abend haben. Wir wünschen uns eigentlich, dass ihr alle da seid. Und der Song, den ich spiele, heißt Wish You Were Here. Thank you.
alle meine Freunde und Freunde des Tesas, wir wünschen uns, euch bald wiederzusehen. Bleibt gesund, alles Liebe, alles Gute und passt auf euch auf. Danke, dass ich heute Abend dabei sein durfte. Danke, Rainer. Morgen Abend. Frank und Rainer lesen. Morgen Abend ist hier wieder Lesestoff angesagt. Frank und Rainer lesen. 18 Uhr, Loriot. 18 Uhr, Loriot. Viel Spaß dabei. Thank you.